ist eine ganz normale Wand, die ist da schon immer. Probier es jetzt einfach mal. Komm her. Gut, auf der Karte erkenne ich auch noch keine Feinde. Au! Er schlägt mich. Wenn ich auf die Karte achte, ihr braucht einen Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. Aber ein Mönch. Oh. Ich glaube, da ist die Patrouille gerade. Ich habe das mit Absicht so gemacht, dass man hier hinten durchkommt. Hm, ob das auffällt? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es mehr werden. Ich glaube, wenn die wechseln, mache ich mal diese Alarmfalle vielleicht kaputt. Spür meinen fetten Hammer. Au! Was ist denn Scheiß? Ihr habt einen gegnerischen Kerker erobert. Und wir brauchen eine neue Geheimtür. Wenn jemand fragt, ihr war schon immer zu. Türe installieren ist gut. Das ist eigentlich ein voller Vorteil für uns, diese Türen. Oh, nicht schon wieder so ein Ding. Mir reicht's ja nicht. Also wenn jetzt wirklich mal Not am Mann ist, kann ich Bonnie noch holen. Also zur Not. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, wird uns Honey helfen. Naja. Ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen sicherer, wenn der das macht. Auch wenn es nervt. Vielleicht haben wir jetzt wirklich noch Glück und können eventuell... Hier könnte man eigentlich einen Kerker reinbauen. Nein, nicht einen Kerker, sondern eine Folterkammer. Könnte ich mir vielleicht ein paar von denen auf die Seite ziehen. Genau, installiere die Tür und dann kann ich sie gleich zumachen und die Folterkammer muss ja niemand betreten können. Langsam aber sicher werden wir das Königreich unter unsere Fuchtel kriegen. Das ist eine magische Tür.
Kräuterkammer. Da. Es gibt gar keine Zahltage mehr hier. Das ist anscheinend irgendwie ausgeschaltet. Könnte eventuell mit dem... Fehlen eines Portals zusammenhängen. Ist aber nur eine Vermutung. Noch keine Anzeichen von Feinden. Es muss doch auffallen, dass hier langsam alles anders aussieht. Eure Geschöpfe beglückwünschen euch zu eurem Dungeon. Ich dachte gerade, da kommt jemand raus. Mist, ich hätte am liebsten die Magier gehabt, wenn ich ehrlich bin. Die haben die Türen kaputt gemacht. Und ich habe kein Geld, sie neu zu kaufen. Warum haben die das getan? Sind die beschränkt? Hau die auf! Ach, die ist noch ganz. Wollen die mich verarschen? Die haben doch Gefrierbrand im Hirn oder so. Warum tun die sowas? Das ist bestimmt ein Heldentor oder sowas. Kommen immer mehr raus. Da ist schon eine richtig fette Armee hier. Ach. Ich brauche keinen Trainingsraum. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt schon gern so einen Magier von denen. Nur einen. Der könnte dann hier schön forschen. Bert. Wo ist Ernie? Ich glaube, der spürt, dass hier was im Busch ist. Haben die einfach das hier kaputt gemacht, also? Mal sehen, was wir hier da hinten haben. Sollte ich auch ein bisschen Gold sparen. Also eine Jungfrau Level 3. Fällt das nicht auf, wenn hier plötzlich Wände sind, wo vorher keine waren? Was ich glaube. Ach, wie geil. Dich brauche ich. Gut, jetzt brauche ich doch nicht diesen. Ist da überhaupt eine Tür? Die ist eh sinnlos. Aber ich lasse einfach mal. Das ist ja noch gar nicht meine. So, dann. Ihr habt einen gegnerischen Kerker erobert. Wenn ich hier noch eine Geheimtür reinsetze. Kann ich hier einen Riesenkerker draus machen. Das ist jetzt nicht unbedingt nötig, aber schlecht ist es ja auch nicht. Und gleich wieder zu. Ihr habt einen gegnerischen Kerker erobert. Kaufen?
Ach so, und dann hält man hier hoch. Ach, ich verstehe langsam, wie das aufgebaut ist. Ja, tut mir leid, das ist schon ein bisschen her bei mir. Hätte man Stück für Stück alles holen können. Und ich glaube, hier ist das genauso. Dass man gar nicht nach außen muss eigentlich. Hm, ich mach's trotzdem. Eine magische Tür, die hat da gerade einen Feuerball geschleudert. So sieht das von oben aus. Aber ehrlich gesagt, ich brauche gar nicht alle. Alle Räume braucht man gar nicht. Die meisten werde ich wahrscheinlich eh verkaufen einfach. Dann könnte man hier hinten überall eine Verbindung mit den ganzen Dingern haben. Ich verstehe. Hier oben nicht, aber hier unten. Ein bisschen wehren kann die sich schon. Auch wenn es nicht viel ist. Aber man merkt schon, der hat den Troll hier, der ist Level 5, schon einiges angetan. Ah, er forscht, er forscht. Ein neuer Zauber. Na komm schon. Sieht ganz schön was aus. Eine Mana-Gruft. Oh, da sage ich natürlich. Ich dachte jetzt aber, hier ist noch irgendein Gebäude, wo was Nützliches drin ist. Gut. Du darfst diese Tür einhacken. Sie hat sich anders entschieden. Augustan, die haben immer männliche Namen irgendwie. Ach, wie süß. Ihr gebt keinen Alarm mehr. Ihr nicht. Die ist einfach zu stark für euch. Noch ein Schlag und der ist am Boden. Aber bis wir die erreicht haben. Ach, da ist eine Blitzfalle. Ich habe mich schon gewundert. Das ist ein Fall für eine echte eiserne Jungfrau. Die unter Kontrolle ist und stört sie nicht. Ich glaube, da kommen sie gerade wieder. Schon am besten meine Imps zurück. Gut, das hätte ich gerne und das verkaufe ich dann einfach. Wisst ihr was, ich mache jetzt einfach mal ein Zwischenspeichern. Bibliothek erobert. Gut, ist zu Geld gemacht. Tatsächlich hätte man das hier alles miteinander verbinden können anscheinend. Ach, wer braucht das schon? Kann ich immer noch eine Geheimtür bauen, falls das nötig ist? Mal sehen, was da dahinter ist. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Folterkammer. Die müssen nicht zur Folterkammer. Ihr erbeutet eine Mana-Gruft. Ich hätte jetzt Lust, den unter Gehirnwäsche zu setzen, dann würde er die alle töten. Ich glaube, ich überschätze gerade die Kraft von dem. Aber trotzdem, er würde es.